Ja, guten Morgen. Der Regen hat uns schon mal erwartet. Hatten wir die Tage schon bessere Aussichten. Ist okay. Alles am Kokeln. Also was die hier verbrennt, keine Ahnung. Leute, ich bin gleich froh, wenn ich hier raus bin, ey. Chaos. Schnell raus hier. Die Welt schon wieder ganz anders aus. Ich kann nicht wissen, was ich da jetzt eingeatmet habe. Meine Kleine ist hier heute wieder ein bisschen verwirrt. Der Spanier kennt sich aus. Eine Katastrophe. Ja, wir kämpfen uns weiter hier hoch. Herrliche Ruhe. Die Vögel zwitschern. Klar geht's mal hoch und mal runter. Ich möchte nicht schon wieder schieben. Ja, guten Morgen. Wir haben 8.50 Uhr und gerade hier aus dem Hotel raus. Ja, und der Regen hat uns schon mal erwartet. Also, es hieß zwar Regenwahrscheinlichkeit 20%, aber ihr seht ja, was 20% bedeutet. Ja, den Regenjack habe ich noch aus. Ich weiß nicht, soll ich direkt anziehen oder nicht. Keine Ahnung. Ich lasse sie erstmal aus, weil fisselt nur ein bisschen. Schauen wir mal. Ja. Ja, dann geht's mal los. Route ist geplant. 106 Kilometer heute. Ja, langsam angehen lassen. Ja, langsam mal einrollen. Heute seht ihr mal keinen so schönen Ausblick. Komplett Industrie. Ja. Also hatten wir die Tage schon bessere Aussichten. Aber klar, Industrie muss auch sein. Irgendwo. Ja, die ersten 10 Kilometer sind wir unterwegs. Und hier merkt ihr schon viel befahren. Ne? Also der Regen hält sich an Grenzen und fisselt ein bisschen. Aber die Regenjacke lasse ich noch aus. Ist noch okay. Ich weiß gar nicht, wo ich hier gelandet bin. Also größte Industrielandschaft hier. Alles am Kokeln. Ich weiß nicht, ob die hier noch irgendwelche Sachen abbauen oder so. Also hier ist richtig noch Rambazamba. Also hier seht ihr richtig Industrielandschaft. Also was die hier verbrennt, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja. Schön ist anders. Ah, da ist eigentlich jemand los da hinten. Oh, Leute, ich bin gleich froh, wenn ich hier raus bin. Ey. Ey, was für eine Stadt hier. Chaos. Die fahren alle, wie die wollen. Boah. War so schön die Tage. Nichts zu sehen, nichts zu machen. Und jetzt? Nur Autos, Leute, voll Industrie. Also. Ich will gar nicht wissen, was die alles verbrannt haben. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Die Balkone, guck mal hier. Alles voll vergittert. Keine Ahnung, wo ich hier gelandet bin. Auf jeden Fall schön ist anders. Ja, schnell raus hier. Ja, und hier ein paar Meter weiter, gerade mal ein Kilometer, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Überall kleine Yachten sind das ja nicht. Vielleicht da hinten irgendwo, aber hier vorne so Schiffe, kleine Boote, kleine Hafen, Riesenpalmen. Aber da hinten, Katastrophe. Oh, eine Fahrradstraße. Hui. Weiter auf Calle Ventura, Alvarez Sala, dann rechts abbiegen auf Calle Cabrales. Ja, da seht ihr es. Da muss ich hin. Irgendwo. Ja. Rechts abbiegen auf Calle Cabrales, dann links abbiegen auf Paseo. Und da ist mal wieder eine Aussicht, ne?
Da ist immer wieder schön. Aber 5 Kilometer weiter, reinste Industrie. Also, ich kann nicht wissen, was ich da alles eingeatmet habe. Tja, auch nicht schlecht, aber wenn man jetzt so weiß, dass 5 Kilometer weiter so reinste Industrie ist, dann gefühlen mir die anderen Buchten schon besser. Obwohl das hier auch nicht schlecht ist. Aber dafür ziemlich voll, ne? Also, seht ihr, das ist wahrscheinlich ein Hotel nach dem anderen. Also, ich glaube, die Bucht wird schon ein bisschen voller. Ja, ihr seht, hier ist schon ziemlich voll. Ist schon mehr touristisch angehaucht hier. Schon mit der richtigen Promenade hier und alles. Ja, da gefielen mir die anderen Orte schon deutlich besser. Aber gut, jeder wie er mag, ne? Ja. Abbiegen auf Casino del Muro de San Lorenzo. Erstmal hier wieder aus der Stadt rauskommen. Rechts abbiegen auf Casino del Muro de San Lorenzo. Die erzählt mir von irgendwas, von links, von rechts, von keine Ahnung was. Ja, jetzt wieder folgen. Ja, ich glaube, meine Kleine ist hier heute wieder ein bisschen verwirrt. Also, wir haben jetzt noch 70 Kilometer auf der Uhr. Das heißt, wir haben 100, ja. Wir haben 36 Kilometer schon gemacht. Aber bis jetzt landschaftlich oder. Ey, war fast nur Stadt. Ich bin echt froh, wenn ich hier ein bisschen rauskomme und wieder da in die Berge oder halt. Ich fahre den Radfahrer mal hier hinterher. Ich weiß nicht, ist das rot für uns alle oder nur hier? Keine Ahnung. Ich glaube, der Spanier kennt sich hier aus. Hoffe ich mal. Ja, aus der Stadt endlich raus. Boah, eine Katastrophe. Ja, wenn man die ganzen Wochen so ländlich unterwegs ist, haben kein Licht, so ländlich unterwegs ist und dann auf einmal da so volle Straßen und alles und so chaotisch. Also weiß ich nicht. Ich mag so volle Städte sowieso nicht. Davon ab. Also deswegen wohne ich ja schön in meinem Dörfchen Havixbeck. Mit knappen, weiß nicht, aktuell so um die 12.000 Einwohner, denke ich mal. Naja, also hier ist wieder, geht zwar berghoch, wir haben jetzt mehr Höhenmeter, weil wir anders gefahren sind, aber gut, nachladen müssen wir eh, dann machen die Höhenmeter jetzt auch nichts mehr aus. Wir haben jetzt 10:45, 64% in Akku und sind ungefähr 42 Kilometer gefahren. Also Rest von 64 noch. Und da seht ihr schon, ups, wie viele Höhenmeter wir gemacht haben. Da ist die Stadt. Also wir sind schon wieder ganz schön hier am Hochkraxeln. Bin zwar noch aktuell in Tour, aber es geht schwierig voran. Deswegen ein bisschen hochschalten hier. Auf Sport. Aber ich glaube, die Steigung ist jetzt zu Ende.
Ich würde sagen, hier ist der Scheitelpunkt wahrscheinlich. Schauen wir mal, oder ob es da nochmal um die Kurve geht und nochmal bergauf. Aber das sieht nicht so aus. Ja, höher geht es ja nicht mehr. Ja, wir müssen jetzt hier oben sein. Ja, hier ist auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Ruhe. Wieso mehr meins? Okay. Ja, dann machen wir noch ein paar Kilometer. Ja, wir kämpfen uns weiter hier hoch. Regen gibt es kein mehr. Heute Morgen ein bisschen gefisselt, aber ich brauchte keine Regenjacke, alles gut. Ja, jetzt. Seht ihr selber. Hier sind wir jetzt. Aroes. Falls ich das richtig ausgesprochen habe. 11.43 Uhr. Noch 54 Kilometer. 49% im Akku. Ich guck mal irgendwo nachladen, gleich schon mal. Ja, schon hier. Kein Plan. Oder noch ein Stück weiter. Ja. Ah, fahren wir noch ein Stück. Ein Stück wird es ja wohl noch halten. 50%. Ein bisschen geht noch was. Hoffentlich. Und dann seht ihr auch hier wieder, hinter mir ist ein Auto, der überholt nicht. Also kurz vor knapp, der wartet jetzt, bis der hier vorbei ist wahrscheinlich. Und dann sieht der locker 1,50 an mir vorbei. Pass mal auf. Ohne zu hupen, ohne alles. Ja. Also die lassen alle reichlich Abstand. Also echt. Ich glaube, bei uns, da hätten die schon weggehupt. Ja. Hier ist das alles ganz entspannt. Also hier Fahrrad zu fahren, macht Spaß. Ja. Ja, Punkt 12 Uhr. Wir haben noch 49 Kilometer bis zur heutigen Unterkunft. Ja, es läuft ganz gut. Und hier hat man eine herrliche Ruhe. Also, die Vögel zwitschern. Die Luft, die riecht so richtig hier nach diesen ganzen Bäumen und Gräsern und richtig schön. Also hier ist es richtig schön. Klar geht es mal hoch und mal runter. Ganz normal. Aber ich habe jetzt noch 39% in den Akku. Ja, ganz durchfahren werde ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich möchte nicht schon wieder schieben. Also ich werde irgendwo, ich habe eh Hunger. Also ich habe kein Frühstück heute. Ich habe noch nicht gefrühstückt und es ist 12 Uhr. Also ich werde mal gucken auf dem Weg hier demnächst, wenn was kommt, irgendwo einkehren und nett fragen, ob ich da wieder meinen Akku laden kann. Bis jetzt war es nie ein Problem. Also ich sag mal, von 2 oder 3 Fällen habe ich euch erzählt, wo es nicht ging. Ja, war ja auch in Ordnung. Aber irgendwie ging es ja immer. Ja, also zu, sag mal, zu 95, 96% ist das kein Problem. Ja. Muss ich mal ein bisschen wechseln hier, weil noch bin ich zu dunkel. Ah. Aber herrlich. Also jetzt so außerhalb. Das ist schön. Hat man seine Ruhe. Kann man sich wieder schön in seinen eigenen Film begeben. Da schaut ihr das mal an. Hier schön. Ja, ich glaube, da müssen wir hoch. Ich glaube, wir müssen hier rum. Und dann, ja gut, aber da sind noch ein paar Höhenmeter. Eine gewisse Höhe haben wir ja schon.
Das ist nicht mehr so kriegsentscheidend. Ich glaube, das wird der höchste Punkt für heute. Ja, auf der N632 sind wir jetzt aktuell. Oh, einmal wieder mein Auto. Wunderschön. Also in manchen Gegenden denkt man echt, da ist die Zeit stehen geblieben. Dann denkt man noch, als wie in, weiß nicht, im 16. Jahrhundert oder sowas. Wenn man nur die Hütten sieht, wenn jetzt hier die Elektromaste weg wären und so. Noch die letzten 20 Kilometer abspulen. Ich habe gerade noch mal nachgeladen, 20% nachgeladen. Aber diesmal ein bisschen schwieriger. Muss ich dreimal nachfragen. Also in drei verschiedenen Gaststätten, weil zwei wollten es betonig. Also ja, gut, die dritte hat gesagt, kein Problem. Also war heute ein bisschen schwieriger wie sonst. Sonst ging das immer beim ersten Anlauf. Aber gut. Jetzt habe ich 41% im Akku. Und ja, 20 Kilometer noch. Dann müsste er wohl hinhauen. Ja, da geht's lang. Wir haben jetzt, tschüss überhaupt, 2:30. Wir kommen wieder Richtung Meer. Und an der Küste übernachten wir heute auch wieder. Ich hoffe, wir da wieder ein schöner Spot. Ja, der gestrige war nicht so. Das Zimmer war okay, alles gut, Badewanne, super. Aber natürlich nicht am Meer, ne, ist klar. Aber muss ja auch nicht immer. Ich glaube, heute sind wir näher dran wieder. Ja. Das Wetter hält sich bis jetzt. Kein Regen. Ja, da geht's lang. Richtung Meer. Und bergab. Schaut euch das mal hier wieder an. Auch wieder so schön. Also nicht wie heute Morgen da, die ganzen Touristen, die da irgendwo rumdringeln am Strand. Ah, hier. Das nenne ich mal einen Urlaubsstrand. Nix los. Nix los. Ah, ist die Leine. Da die Berge. Ja. Und hier das Meer. Für jeden was dabei. Ja. Ich fahr mal ein Stück. Weil da seht ihr jetzt auch mal, ist das nicht schön? Wunderschön. Und da könnte man parken, stehen, nichts los, sich was zu trinken holen oder essen. Und hier direkt spazieren gehen. Da sind Sitzmöglichkeiten, Bänke, Tische, alles am Start. Also, ja. Sehr schön. Ja, und Parkplätze bis an am Meer.
Manchmal denke ich echt, die Spots kennt keiner. Hat sich zum Glück noch nicht rumgesprochen. Ja, die Strände, die Strände. Die haben es mir angetan hier. Ja, wir sind fast da. Noch 9 Kilometer. 23% in Akku. 16 Reichweite, sagt er mir. Wir haben jetzt 20:03. Ja. Und jetzt seht ihr, es klappt auf. Also, die Sonne kommt raus. Da hinten schon seht ihr, ja, jetzt ist die Bombe verdeckt, aber es ist richtig schön warm geworden jetzt. Also, vorhin habe ich schon ein Stück gefroren sogar, aber jetzt mittlerweile ist wieder richtig schön geworden. Und da seht ihr wieder am Strand, ja, keine Menschenseele. Keine Menschenseele am Strand. Tja, verstehe einer, wer will. Ja, es geht abwärts. Also, ich packe euch mal weg. So, wir sind angekommen. Und ja, heute auch nicht direkt am Meer. Ich dachte, wir wären näher am Meer, aber ein bisschen weiter ab. Ist ja auch nicht schlimm. Heute mal in den Bergen. Also das Meer ist so, was weiß ich, 2 Kilometer. Könnte man zum Meer so hinfahren, aber bin genug gefahren heute. Also ich bin froh, wenn ich im Zimmer bin. Erstmal in die waagerechte. Ja, hier schöner Ausblick auf die Berge. Ja, hier ging es nochmal steil nach oben. Also hier seht ihr, also nochmal hier ein bisschen hochgequält. Aber alles gut. Ja, ist eine ganz kleine Pension hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Zimmer die haben. Also ist nicht riesengroß. Ist wohl so ein familiär ziemlich. Die wohnen hier auch und oben vermieten die. Ja, ein Stern ist für mich mehr als genug. Ein halber hätte auch gereicht. Ja, also, hallo, wir brauchen einen Stern. Naja, auf jeden Fall, ja, 110 Kilometer heute oder 106, weiß gar nicht auf dem Kopf genau, wie viel das jetzt waren, können wir dann mal gucken. Ja, schon aus das Ding, aber mal zeigen, ja. Ja, 30%, ne, 12% im Akku, 7 Reichweite, war ein Turbo gerade hier hoch, weil war ja schon, ja, 113 haben wir heute gemacht. Ja, reicht auch. Also ich habe jetzt vorgenommen, boah, also meine, nach den ganzen Strapazen jetzt hier so langsam, ja, weil so langsam, also man merkt schon die ganzen Auswüchse, ja, an den Knochen und an den Gelenken und alles, deswegen so 100 am Tag reichen mir jetzt. Also 113 ist jetzt Maximum, aber normalerweise 100 und dann ist gut. Dann sind wir noch 4 Tage unterwegs, wahrscheinlich sind noch, ja, müssen noch 400 Kilometer von hier sein. Ungefähr bis zum Auto. Vielleicht noch 4 Tage. Und dann war's das. Erstmal. Dann werde ich mal hier mein Bike erstmal auspacken, alles. Und dann aufs Zimmer bringen. Und dann, wie gewohnt, zeige ich euch das Zimmer. Sag euch, wie teuer das war und alles. Und dann. Ja, dann zeige ich euch mal das Zimmer. Das ist ziemlich süß. Die haben hier nur 5 Zimmer. So wie es aussieht. Hier ist Nummer 1. Ich habe die Nummer 2. Ja, und hier hinten sind noch, ja, 3, 4 und 5 da um die Ecke. Ja, und das war's. Mehr gibt's hier nicht. Ne? Also ziemlich süß, wenn man reinkommt. Also alles so im Bauernhausstil. Also, geht's mal runter. Hier sind die privaten Zimmer von denen. Ja. Und hier steht mein Bike. Hier ist die Rezeption. So alles so familiär. Ja, hier weiß ich nicht. Aufenthaltsraum, Wohnzimmer, weiß ich nicht. Ja, da wird's geladen gerade, mein Bike. Ja, und dann geht's hier wieder zurück zum Zimmerchen. Also richtig schön, niedlich.
hier rein. Und richtig, ey, richtig schön, oder? Ja, ein richtig schönes Zimmer. Ja. Ach so, ein schöner Aussicht diesmal. Schaut euch mal an. Wenn es interessiert, hier direkt auf den, auf die Berge. Ja, und da hinten, wenn man durchguckt, ja, könnte man das Meer erspähen. Ja. Ja, da sind wir jetzt. Ja. Ja, eigenes Bad. Ja, auch schön, neu, sauber. Ups. Ja, mit einer kleinen Stufe sollte man aufpassen. Ja, eine kleine Badewanne. Ja. Schön. Hohe Decken. Was will man mehr? Alles gut. Ja, dann war es das wieder für heute. Ja, das Zimmer kostet, ja, jetzt wird Richtung Bilbao wird immer alles ein bisschen teurer, gehe ich mal von aus. Also dafür zahle ich heute 40 Euro fürs Zimmer. Ja, also ich glaube so um die 25, 30 Euro gibt es erstmal nichts mehr, glaube ich. Mal gucken. Aber ich habe eh vor, wenn das Wetter so bleibt, also ein, zwei Mal will ich auf jeden Fall auf dem Campingplatz. Ja, weil da war ich jetzt mal nur zwei, drei Mal, gut bei dem Wetter natürlich. Irgendwann hat man sich auch an den Komfort hier gewöhnt, aber ja, ich will dann ein, zwei Mal wenigstens noch, wenn es nicht wieder zu kalt wird oder keine Ahnung, oder zu nass oder was der Geier was, will ich mal für morgen Campingplatz planen. Ja. Alles klar. Dann, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Und dann sage ich mal, ja, die Fahrt geht weiter morgen. Macht's gut. Ciao.